Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute mal auf einer ganz, ganz anderen Kulisse, denn ich befinde mich gerade in meiner eigenen Küche. Wie viele von euch bereits mitbekommen haben, bin ich jetzt nach Köln gezogen, in meine eigene Wohnung. Und ja, ich bin jetzt endlich angekommen. Das Ganze ist jetzt auch schon fertig eingerichtet. So. Und ja, aber das Ganze war auch sehr, sehr, sehr stressig. Ich habe jetzt nicht wirklich zugenommen, aber ich muss halt noch mehr auf meine Ernährung achten. Das heißt für mich, wenn ich Sport mache, kann ich mir halt ein bisschen mehr Süßigkeiten gönnen als jetzt, weil ich ja das Ganze halt auch wegtrainiere sozusagen. Aber jetzt, wo ich keinen Sport mache, muss ich umso mehr auf die Ernährung achten, weil man halt schneller zunimmt, wenn man keinen Sport macht. So. Ich habe in dieser Phase, wo ich zum Beispiel meine Ernährung umstelle, ganz tolle Produkte von der Charlotte Eden zugeschickt bekommen. Und zwar handelt es sich hierbei um diese Stoffwechselshakes, die ganz, ganz wichtig sind für mich, weil ich gerade halt, wie gesagt, meine Ernährung umstelle. Ich habe euch mit diesen Produkten auf jeden Fall drei tolle Sachen kreiert. Es sind zwei Smoothies und ein Frühstück, also ein Frühstücksmüsli. Und zwar habe ich hier einmal Kirschjoghurt, Schoko und dann noch Vanille. Jemand, der viel Süßigkeiten isst, kann seinen Heißhunger mit solchen Shakes auf jeden Fall befriedigen, wenn wir zum Beispiel das Ganze schön und lecker zubereiten. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie ich diese ganzen Shakes zubereite, beziehungsweise mein Frühstück. Und ich würde sagen, viel Spaß bei meinem Video. So, dann fangen wir auch schon direkt an. Und zwar verwende ich als erstes fettarme Milch. Ihr könnt 0,3%ige Milch nehmen. Ich nehme 1,5, weil es mir besser schmeckt. Und zusätzlich kommt dann nochmal Speisequark, auch natürlich Magerstufe. Quark ist eine sehr, sehr wichtige Mahlzeit, vor allem für Leute, die Muskel aufbauen. Und jetzt nehmen wir noch 4 gewaschene große Erdbeeren. Und damit es noch beeriger wird, nehmen wir noch 1 Esslöffel Himbeeren dazu. Zu guter Letzt kommt jetzt unser Stoffwechselshake von Charlotte Eden, und zwar in der Geschmacksrichtung Kirschjoghurt. Und ich liebe es. Es schmeckt richtig fruchtig und man braucht nicht noch zusätzlich etwas Süßes wie Honig, weil es super lecker schmeckt. Ja, ich werde es nochmal schön schütteln und erst dann geben wir das in meinen Mixer. Übrigens ist mein Mixer von Russell Hobbs und ich liebe es. So, jetzt können wir das Ganze schön servieren. Es erfüllt nicht nur seinen Zweck, sondern ist zudem noch super, super lecker und sättigt noch zusätzlich. Mein nächster Shake wird was für Naschkatzen sein, und zwar wird es schokoladig. Ich nehme wieder fettarme Milch und zusätzlich dann kommt noch eine halbe Banane. Also ich halbiere sie nochmal in der Mitte und wir brauchen wirklich nur eine halbe Banane. Wer mehr möchte, kann es nochmal verwenden, aber ich denke, ich brauche nur eine halbe. Und nachdem wir die Banane reingegeben haben, kommt jetzt mein Knuspermüsli hinzu. Ihr könnt alles nehmen wie Haferflocken oder euren gewöhnlichen Müsli, aber ich verwende gerne Knuspermüsli hierfür. Bei dieser Smoothie-Kreation kommt noch ein bisschen Naturjoghurt rein, natürlich auch fettarm, und zwar nach Augenmaß. Ich mache alles nach Augenmaß. Und dann nochmal 2 Esslöffel Heidelbeeren, weil ich finde es einfach viel leckerer vom Geschmack her, wenn noch Heidelbeeren drin sind. Zu guter Letzt kommt jetzt unser Schokopulver rein und ich sag euch mal was, euer Bedarf an Schokolade ist danach gestillt. Also finde ich, man kann naschen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Danach werden wir das Ganze nochmal schön mixen und je nachdem wie cremig ihr es mögt, mixt ihr das etwa länger oder etwas kürzer. Naschen ohne ein schlechtes Gewissen macht umso mehr Spaß. Genau. Für unseren Crunchy Müsli benötigen wir auf jeden Fall erstmal Naturjoghurt. Und wir können direkt mit dem Produkt anfangen, und zwar nehme ich hierfür Vanille-Geschmack. Ihr könnt alle 3 Sorten nehmen, das ist euch überlassen. Und das Ganze wird dann nochmal schön umgerührt. Und das Gute bei diesem Pulver ist, es hinterlässt keine Klumpen. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich,
weil man mag das nicht, wenn da eigentlich Klumpen sind. Und ihr seht selber, das Ganze sieht schön und cremig aus. Und zudem ist es auch noch super, super lecker. Ich esse es sogar manchmal so, also ganz pur. Oder manchmal, wenn ich Zeit habe, dann tue ich noch ein bisschen Müsli rein, mein Knuspermüsli. Ich mag diesen Müsli einfach. Und zusätzlich dann kommen noch ein paar Früchte. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich nehme sehr gerne Himbeeren und Heidelbeeren, weil ich es einfach mit solchen Früchten viel, viel leckerer finde. Und man ist auf jeden Fall morgens erstmal gesättigt. Und des Weiteren hat man auch Vitamine zu sich genommen. Und et voilà, fertig sind wir auch mit diesem Frühstück. Ja, ihr Süßen, das war's auch schon von mir und meinem Frühstücksvideo. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich danke euch wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.